Ein schönes Land und so friedlich. Das ist mein erster Gedanke, als ich Syrien aus der Luft sehe. Ich reise embedded mit den russischen Militärs. Soeben haben wir den russischen Luftwaffenstützpunkt in Chmeymim im Westen Syriens verlassen. Unser Ziel ist Al-Qaraitain, etwas südlicher. So könnte es auch in Europa aussehen, geht mir durch den Kopf. Aber die Idylle aus der Luft täuscht. Es ist eine sehr gefährliche Reise wegen der vielen IS-Kämpfer am Boden, trotz dieser scheinbar friedlichen Atmosphäre. Al-Qaraitain muss einmal schön gewesen sein. Viel ist von dieser Schönheit nicht übrig geblieben. Die Stadt, deren Name zwei Dörfer bedeutet, gleicht heute einer Geisterstadt. Noch vor einem Jahr lebten hier 14.000 Einwohner, die meisten von ihnen Sunniten und syrische Christen. In einer Nacht im August vergangenen Jahres kamen die Terroristen des IS. Sie entführten 250 Menschen und besetzten die Stadt. Es ist gerade mal 4 Tage her, dass die syrischen Regierungstruppen Al-Qaraitain vom IS befreit haben, mit massiver Unterstützung der Russen. Und jetzt verteilen die russischen Soldaten am Marktplatz die Hilfspakete, als wir eintreffen. 15 Tonnen Lebensmittel hat Russland nach eigenen Angaben bereits an die Bedürftigen geliefert. Russland ist mit euch, sagte dieser russische Offizier. Das steht auf Russisch und auf Arabisch auf der Tüte. Jeder bekommt 2 Kilo Reis, 2 Konservendosen Rindfleisch, bester Qualität. 2 Dosen Fischkonserven, Sardinen und 2 Kilo Zucker. Aber nicht alle hier haben die IS-Herrschaft erlebt. Viele flohen rechtzeitig vor den Terrormilizen, wie er, Abdurrahim Abdallah. Der 72-Jährige zog weg zu Verwandten nach Damaskus, erzählt er uns. Aber er sei sofort zurückgekommen, als er hörte, dass seine Heimat wieder frei sei. Er wolle der Armee von Assad danken, sagt er, und natürlich den Russen. Das Interview habe ich selbst organisiert, ohne die Vermittlung des russischen Militärs. Über dem Eingang zur Kirche weht jetzt die syrische Flagge, als Symbol für den Neuanfang. Hier hatte der IS seine Kommandozentrale. Nur so ist zu erklären, dass die Kirche von Al-Qaraitain weitgehend unbeschadet blieb, mit Ausnahme des Altars und des Friedhofs nebenan. Immerhin sind aber die heiligen Schriften noch da. Wie sehr beeinträchtigen die Verbrechen der IS-Terroristen, die im Namen des Islam handelten, das Zusammenleben von Christen und Muslimen, möchte ich wissen. Wir in Syrien haben schon immer zusammengelebt, sagte diese Frau. Was anderes kann ich mir gar nicht vorstellen. Syrien ist wie ein Mosaikbild und wir alle sind seine Steine. Wenn einer dieser Steine wegfällt, leidet das ganze Bild darunter. Die Wirtschaftsräume der Kirche. Hier unter dem Boden richtete der IS ein Gefängnis ein und eine Folterkammer. Die Bewohner von Al-Qaraitain waren gezwungen, Geld an die Terrormilizen zu zahlen. Wer nicht wollte oder nichts hatte, wurde gefoltert. Die Kirche ist der friedlichste Ort der Welt. Sie strahlt nur Gutes aus. Wenn ich aber weiß, was ausgerechnet hier angerichtet wurde, blutet mein Herz. Zusammen mit russischen Spezialeinheiten verlassen wir Al-Qaraitain. Ich bin froh, diesen Militärschutz zu haben, denn täglich wird die vereinbarte Feuerpause gebrochen. Und es ist meine einzige Möglichkeit, in die Städte zu kommen, die Assads Armee eine nach der anderen mit russischer Unterstützung zurückerobert. Nach ihren Militäroperationen in Syrien, nach ihrer Unterstützung syrischer Regierungstruppen, haben die Russen selbst mehr Kraft am Verhandlungstisch. Sie haben ihren Beitrag im Kampf gegen den IS erfolgreich geleistet und sie werden sich diesen Erfolg nicht nehmen lassen. Moskau bleibt also ein einflussreicher Mitspieler in der Region. Jetzt soll Aleppo folgen. Das hat die Regierung in Damaskus diese Woche angekündigt. Dort sollen mehr als 1000 Dschihadisten schwer bewaffnet in Stellung sein. Auch für diesen Kampf braucht Assad die Russen.